Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Agrarian Ski und mit unserem die 93. Damit es nicht schon wieder so passiert, dass die vielleicht zu spät kommt, nehme ich die gleich mit im Anschluss auf, nachdem ich die erst hochgeladen habe, die andere Folge. Und heute gehen wir mal ins Nether, da wir eine bestimmte Sache brauchen. Und zwar ein bestimmtes Mob. Das habe ich schon in der Safari bei gecraftet. Da haben wir schon eins. Ja, wir sind tot, aber das, was ich haben wollte, habe ich. Und wir müssen mal ganz schnell nochmal zurück zum Netherportal. Wir wollen ja nicht, dass Mobs rauskommen. Mich hier zurück zu machen, bitte. Da haben wir unser Zombie Pigman. Der ist mich übrigens auch nur gerade eben gestorben. Ach ja, erstmal können wir, das war's wie in letzter Folge. Ja, das habe ich gemacht. Also ich habe Salat schon gesammelt, weil ich die Siebze gesetzt habe. Und hier, das ist ja, nein, das waren wir schon fertig hier bei Spaghetti mit dir. Sind wir auch fertig. Jetzt müssen wir noch 5000 Salatköpfe. Jetzt aber auch erstmal nebensächlich. Noch ein Ender Lily Seed, aber den können wir später setzen. Ender Perlen dürfen wir ja nicht so wenig haben. Ich habe ja eher als Gastränen das Problem. Das Skelett gegen das Zombie Pigman. Oh cool, Essenz. Bekommen. Hier habe ich noch was gebaut, damit es nicht mehr so verstopft. Das ist eine Entsorgungsanlage für Bögen. Das heißt, da werden jetzt keine Bögen mehr drin landen. Bögen haben wir genug. Abgesehen davon haben wir unseren wiederverwendbaren. Schalten wir aus. Muss keine exakte Kopie sein. Toll. Da haben wir wieder Lohnroute, genau darauf kommt es uns nämlich an. Genau auf die kommt es uns an. Da die ausbauen, habe ich mir so ein Mod jetzt geholt. Dachte ich, hätte hier eben gerade eins gesehen. Hoffentlich können die sich nicht teleportieren. Oh, sogar Enderperlen spawnen die. Okay. Ja. Goldbahn. Gemälde. Muss die sicherer bauen für die. Da ist eins rausgekommen. Du kannst dich teleportieren, eindeutig. Puh. Haben wir jetzt Glück.
musst die ausschalten. Ja, ich bin gerade dadurch gestorben, toll. Super. 1 unter 2 Grad erworbenen Leben. Die übernehmen wieder draußen, die wir gerade bekommen haben. Ist halt gefährlich, diese Mobs. So. Mit 3 Lohnruten bekommen. Das hier kann ich wieder reinpacken. Gucken, ob hier auch Lohnruten drin sind. Anscheinend nicht. Aber eine Endeperle haben wir auch bekommen. In das Stiefel und so weiter. Denn die brauchen wir jetzt für weitere davon. Wir brauchen wir einfach die. 6 haben wir schon, wir brauchen 9 insgesamt. Dann holen wir uns noch Blutorb. Und zwar den gibt er nicht raus, weil der auf uns getaggt ist und dann nicht mehr mit dem Standard ist. Aber die Kern haben wir genug. Können wir abgesehen davon mal, wenn wir da noch rankommen an die Maschine. Komme ich mal an die Maschine ran, schön. Oder habe ich die abgebaut? Weiß ich nicht. Na, da ist der. Nö. Hab die eingebaut. Toll. Da hole ich jetzt das Obsidian raus. Mach wieder zu. Damit wir mal wieder ein bisschen Obsidian reinkriegen in unser System. Ich habe diesmal was anderes gebaut. Hier kommt noch ein Schild dran. Das wird unsere Blutmagie-Ecke. Und hier sehe ich jetzt, dann die Rezepte auch gleich reinlegen, damit wir die immer parat haben beim Flugtrank. Das ist dann wie Kreativmod. Und ja, und da sind unsere Tiere. So. Wir brauchen hier 9 Stück. Was wir genau brauchen und die Rezepte lege ich offscreen rein. Ich bereite jetzt aber noch die Chests vor dafür. 9 Chests brauche ich. Chests. Also Truhe. Einen habe ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brauche ich noch eine Eisen. Wo ist die Eisentruhe? Nee. Holz zu Eisentruhe. Wir können wir so machen oder wir machen gleich Eisentruhe. So. Wir gucken mal, wie viel Eisen wir noch haben. Und dann da 800 reicht noch. Nicht Gold, sondern Kupfer reicht auch noch. Sprung. Sprung. War aus. Bei Bronze brauchen wir auch mal aufs System. Bronze war aus.
Ja, wie haben wir Bronze nochmal bekommen? Wollen wir aber nicht. Kupfer, zwei Kupfer, ein Kupfer und Zinn. Zinn haben wir auch noch genug. Gut. Weil wir haben hier auch einen anderen Ofen. Der zwar noch innen beherbergt. Das Innenwall packen wir rein und dann haben wir hier unser Bronze. Gut. Ich guck mal, wie weit wir sind. Bis gleich. Sind bei 11 Minuten. Ich packe rein. Und jetzt können wir gucken, ob es funktioniert. Da schreiben wir dann auch noch oben Schilder drüber. Klappt so nicht ganz. Ich dachte, die kann man auch so öffnen. Da muss ich hier noch was anderes mir einfallen lassen. Und jetzt kommt das letzte Loch. Muss ich mal was gucken, ob ich was setze, ob ich die ein bisschen anders setzen kann. Jetzt kann ich es auch öffnen, ja. Sonst muss ich jetzt aus Kopplung Treppen hinsetzen. Wenn die nicht als Treppe gehen. Dann kann ich mal wegpacken. Dann hole ich mir jetzt nicht Kies. Pflasterstein. Oh, das eine rot geworden entweder. Also ich habe nochmal welche nachgesetzt. Genau so. Nee. Doch, genau so setzen wir die jetzt hin. So. Sieht zwar ein bisschen doof aus. Aber bitte. Weil jetzt können wir das auf einem Platz her halt für die Rezepte, weil die ja nicht so wie eine normale Kiste gehen. Brauchen wir halt eine Eisenkiste. Ich dachte, die gehen trotzdem auf. Habe ich mich wohl gehört. Bitte. Was wir brauchen, das packe ich auch Screen rein. Aber den Trank selbst craften tun wir dann erst selbst zum Schluss. Nach dem vollen, den wir brauchen. Dann ist unser Red Pack überflüssig. Dann können wir eine Full Dia haben und können 12 Minuten lang fliegen, wenn wir den einmal getrunken haben. Wir laden unser Jetpack mal auf. Ich esse mal was. Zeige ich euch mal, wie viele Cobblestones wir jetzt schon haben hier in unserem System. Und zwar 3, Sept. 6, 7, 9 hoch 7 Cobblestone.
und Kühe sind hier mappig und so weiter. Ey, wir haben mit dem vom Hypikmin echt Glück, muss ich sagen. Wir haben genauso viel Blazeforts, wie wir noch brauchten, rausbekommen. Wow, hätte ich nicht gedacht. Hier gehen wir ein bisschen weiter nach hinten jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau noch, was ich machen soll. Ist so. Deswegen wollte ich jetzt noch mal gucken, ob da hinten vielleicht wieder Mobs sind. Aber wir haben jetzt unseren Opfermesser nicht dabei. Egal. Heavy. Und was hier muss erlauben, dass sie spawnen. Irgendwoher müssen die, muss hier eben das Zombie kommen. Komisch, der ist auf jeden Fall voll. Stimmt. Das machen wir bei Gelegenheit auch, dass wir hier so eins runter ist hier der nächste und dann noch mal hier eben erdig ist da der letzte. Er geht dann auch gar nicht. Bitte. Einige überleben den Sturz hier runter, aha. Einige andere nicht. Klar. Ich weiß, woher der hier kam. Ich hab's gerade ausgetauscht. Und bitte, ausgeleuchtet. So, sonst so. Fliegen wir jetzt so hoch, dass wir alles sehen. Egal, dass es Energieverschwendung ist. Die lädt sich so schnell auf, dass wir gar nicht so schnell danach abladen können. Inzwischen. Ganz schön groß unsere Plattform, oder? Wollen nicht so schnell und da haben wir Fallschaden noch gebremst. So schnell, so einfach geht das. Und auch weniger Energie verbrauchen tut es. Und ich beende die Folge mal.